Für die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Journalismus in unserem Land findet in diesen Tagen des Krieges oft nach dem Motto statt: Der US-Präsident erklärt, die Bundesregierung verkündet, die Polizei informiert. Der international renommierte Enthüllungsjournalist Seymour Hersh hat sich in seiner ganzen Vita immer gegen einen Verlautbarungsjournalismus gestellt, der versucht, Regierungspositionen zu kolportieren und die Glaubwürdigkeit von Kritik am Regierungshandeln zu erschüttern. Heute geht es so weit, dass privat finanzierte sogenannte Faktenchecker auf die Zersetzung von Opposition zur Kriegspolitik hinarbeiten und erklären quasi amtlich, was richtig ist und was nicht richtig zu sein hat. Seymour Hersh hat von den Enthüllungen bis heute, bis über das US-Massaker im Vietnamkrieg in My Lai, bis heute Journalismus eben nicht als staatlich gelenkte Wahrheitsproduktion verstanden. Umso augenfälliger ist es, dass seine Enthüllungen über die mutmaßlich von den USA und Norwegen begangenen Terrorakte jetzt in den öffentlich-rechtlichen und auch in den Leitmedien praktisch gar keine Rolle spielen. Und es scheint so, dass auch der Bundesregierung selbst die Kraft und der Wille zu einer wirklichen Aufklärung der Terrorakte fehlt. Und da kann man sich eben nicht bis in alle Ewigkeit hinter den Ermittlungen des Generalbundesanwalts verstecken. Und ich will gar nicht mutmaßen, warum es diesen mangelnden Aufklärungswillen der Bundesregierung zu geben scheint. Was sind die wirklichen Gründe? Man muss vielleicht nicht gleich annehmen, dass Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock nicht mal alleine zum Bäcker gehen würden, ohne sich vorher die Erlaubnis der US-Administration dafür abgeholt zu haben. Aber für immer mehr Menschen in Deutschland wird es offenbar, für immer mehr Menschen, dass der Verzicht der Bundesregierung auf eine eigenständige und diplomatische Außenpolitik, die sich nicht in einem Hörigkeitsverhältnis zu den USA begreift, zu einem der immer größeren Probleme für die Sicherheit der Bevölkerung zu werden droht. Wenn Sie aber als Bundesregierung dem Eindruck entgegentreten wollen, dass Sie gar kein wirkliches Aufklärungsinteresse haben, was die Terroranschläge auf die Energieversorgung zu den wichtigen Gaspipelines angeht, dann fordere ich Sie auf als Bundesregierung, sich wenigstens nicht gegen die Etablierung einer internationalen Untersuchungskommission zu stellen, am besten unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen, meine Damen und Herren. In den letzten Stunden ist ein Manifest für Frieden, gegen Eskalation der Waffenlieferungen und für einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen erschienen mit 69 Intellektuellen und Künstlern, von Reinhard May bis Katharina Thalbach und dem Sohn Willy Brandts, Peter Brandt, als Erstunterzeichnern, das auch ich gezeichnet habe. In diesem Aufruf heißt es, ich zitiere: Wir Bürgerinnen und Bürger Deutschlands können nicht direkt auf Amerika und Russland oder auf unsere europäischen Nachbarn einwirken. Doch wir können und müssen unsere Regierung und den Kanzler in die Pflicht nehmen und ihn an seinen Schwur erinnern, Schaden vom deutschen Volk wenden. Zitat Ende. Und dies erwarte ich auch von der Bundesregierung. Von der Bundesregierung, was die Aufklärung der Terroranschläge auf die Nord Stream Pipelines angeht. Wer sich an seinen Amtseid erinnert, muss diese Sache jetzt mit Nachdruck verfolgen, ohne Ansehen, dass die Enthüllungen bisher darauf hinweisen, dass der eigene Verbündete, die USA, diesen Terrorangriff auf unser Land zu verantworten haben. Ja, es gibt ja eine klare Ansage von US-Präsident Joe Biden am 7. Februar letzten Jahres,
Wie er sagt bei der Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz, ich zitiere, wenn Russland einmarschiert, wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen, Zitat Ende. Und die öffentliche Freude der Unterstaatssekretärin Victoria Nuland über diese Terroranschläge möchte ich Sie auch erinnern. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte nach den Anschlägen erklärt, ich zitiere, jede vorsätzliche Störung der aktiven europäischen Energieinfrastruktur ist inakzeptabel und wird zu der schärfsten möglichen Antwort führen. Zitat Ende. Ich hoffe sehr, kommen Sie bitte zum Schluss, dass diese Ansage auch jetzt noch gilt, wo der Generalbundesanwalt für eine Täterschaft Russlands keine Beweise sieht und dass die Bundesregierung einen Terrorangriff auf die deutsche und europäische Infrastruktur ebenfalls schärfstmöglich beantwortet. Vielen Dank. Nächster Redner ist Konstantin Kuhle für die FDP.